Einen guten Abend wünscht Ihnen Grit Schulze. Der Sommer ist da, auch meteorologisch, und mit ihm der MDR-Musiksommer. Heute wird er festlich eröffnet, zum 28. Mal übrigens. Für den Auftakt dieses Dreiländerfestivals wählte man die Kirche St. Peter und Paul in Görlitz. Sie thront hoch über dem Neißetal, ist somit von weitem aus sichtbar und prägt die Silhouette der Stadt. Der Kircheninnenraum ist zu dieser Stunde in ein mildes Abendlicht getaucht und bietet der gleich hier aufgeführten Musik eine wunderbare Entsprechung. Denn es stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm mit Chor und Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks sowie Solisten. Darunter ist das berühmte Klarinettenkonzert, eines seiner letzten Werke überhaupt, und die Krönungsmesse. Etwas Wehmut schwingt in diesem Auftaktkonzert mit, denn es ist zugleich das Abschiedskonzert von Risto Joos, dem künstlerischen Leiter des MDR-Chores. Er wird gleich auf das Podium kommen, gemeinsam mit der belgischen Sopranistin Ilse Ehrens für Wolfgang Amadeus Mozarts Motette Exultate Jubilate. Mozart, das umjubelte Genie, bestätigt sich hier, denn im Alter von 16 Jahren kommt seine Oper Lucio Silla in Mailand auf die Bühne. Eine der Hauptpartien sang der Sopran-Kastrat Venanzio Rossini. Mozart war von dessen Stimme derart angetan, dass er ihm wenig später das Exultate Jubilate in seine brillierende Kehle schrieb. Und diesen virtuosen Part übernimmt jetzt gleich die Sopranistin Ilse Ehrens. Begleitet wird sie vom MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Risto Joos. Vielleicht noch ein Wort zu der Kirche St. Peter und Paul, in der wir uns befinden. Der eindrucksvolle Ostchor mit seinem spitz aufragenden Kupferdach hat eine Länge von über 70 Metern und kündet von der einstigen Wehrhaftigkeit, aber auch vom Reichtum der Stadt. Heute Abend, wie gesagt, ist der Aufführungsort des Eröffnungskonzertes des MDR-Musiksommers 2019. Und der startet mit Exultate Jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart. Respondendo, psalmendo.
Tu cont alla
Thank you.
es versetzt einen doch immer wieder in Erstaunen, was Wolfgang Amadeus Mozart der Welt geschenkt hat. Und das schon in ganz frühen Jahren. Mit gerade einmal 16 schrieb er die Motette Exultate Jubilate. Wir hörten sie gerade von der belgischen Sopranistin Ilse Ehrens. Die ARD-Preisträgerin war schon mehrfach beim MDR zu Gast, zuletzt im März unter der Leitung von Risto Joost, der ja auch heute Abend das Auftaktkonzert des MDR-Musiksommers in der Kirche Peter und Paul hier in Görlitz dirigiert. MDR Kultur, angeschlossen MDR Klassik, sind live dabei, übrigens auch im Video-Livestream auf mdrkultur.de. Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klarinette mit dem Köchelverzeichnis 622 ist eines seiner letzten Werke überhaupt, vollendet 2 Monate vor seinem Tod im Dezember 1791. Er war zu der Zeit gerade 35 Jahre alt. Es ist von einer so tiefen Empfindsamkeit und Schlichtheit, gerade in der Orchesterbesetzung, man glaubt, das nahende Ende zu erahnen. Angeregt zu diesem Konzert wurde Mozart durch seinen Freund, den Klarinettenbauer und Virtuosen Anton Stadler. Für die von ihm entwickelte Bassett-Klarinette mit ihrem größeren Tonumfang im tiefen Register lotet Mozart hier alle Möglichkeiten aus. Und wir werden im Folgenden auch eine Bassett-Klarinette hören, so wie im Original gedacht. Gespielt von Sebastian Manz. Der Unterschied zu einer normalen Klarinette liegt dabei nicht nur im Tonumfang, sondern auch in der Handhabung. Das Instrument muss man sich umhängen, weil die tiefen Töne mit dem Daumen gespielt werden. Freuen Sie sich auf Sebastian Manz, auch er ein Gewinner des ARD-Wettbewerbs. Begleitet wird er in Mozarts Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur vom Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Leitung hat Risto Joost.
Thank you.
Thank you.
Einer der ähnlichsten langsamen Sätze gehört zu Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur, Köchelverzeichnis 622. Live in der Kirche St. Peter und Paul hier in Görlitz erklang es im Eröffnungskonzert zum MDR Musiksommer 2019. MDR Kultur und MDR Klassik sind für Sie vor Ort. Sebastian Manz war der Solist und er wird vom Publikum hier gefeiert, ebenso der Dirigent Risto Joost wie das MDR Sinfonieorchester. Es ist übrigens der 28. Jahrgang des MDR Musiksommers. Eine wahre Erfolgsgeschichte steht dahinter. Und mit 59 Konzerten und einer Dauer von 99 Tagen ist der MDR Musiksommer einer der umfangreichsten und in diesem Jahr der längste, der jemals gefeiert wurde. Heute, wie gesagt, die Eröffnung in Görlitz, nachdem in den letzten beiden Jahren Magdeburg und Erfurt an der Reihe waren. Mit einem reinen Mozart-Programm gibt der estnische Dirigent Risto Joost heute auch seinen Abschied als künstlerischer Leiter des MDR-Chores. Und als krönenden Abschluss hat er natürlich ein opulentes Werk für Chor ausgewählt. Wolfgang Amadeus Mozarts Messe in C-Dur, bekannt als Krönungsmesse. Den Beinamen erhielt sie aller Wahrscheinlichkeit erst nach Mozarts Tod. Nachdem seine Bewerbungsreisen nach München, Mannheim und Paris glücklos verliefen, kehrte Mozart widerwillig in seine Geburtsstadt Salzburg zurück. Die Stadt war ihm verhasst. Ich kann Salzburg und die Einwohner nicht leiden. Mir ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich, betont er bei jeder Gelegenheit. Noch unerträglicher aber ist Mozart der Erzbischof. Doch in seiner Anstellung als Dom- und Hoforganist ist er ihm zur Lieferung und Aufführung eigener Werke verpflichtet. Unter diesem Umstand entsteht die Messe in C-Dur. Erstmals aufgeführt im Ostergottesdienst im Dom zu Salzburg und nun also in der Kirche St. Peter und Paul von Görlitz zur Eröffnung des MDR Musiksommers 2019. Die Solisten kommen aus den Reihen des MDR-Chores. Es sind Carina Schönbeck-Götz-Alt, Wanscholl Ahn, Tenor und Steven Klose, Bass.
In der Sopranpartie hören wir noch einmal Ilse Ehrens. Gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester. Die Leitung hat, wie gesagt, Risto Joost. Risto Joost, er studierte Dirigieren, Chor, Leitung und Gesang an der Estnischen Musikakademie Tallinn und an der Universität in Wien. Und jetzt ist er hier der Dirigent beim Eröffnungskonzert des MDR Musiksommers live aus der Kirche St. Peter und Paul in Görlitz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
mit diesen glanzvollen Akkorden aus Wolfgang Amadeus Mozarts Messe in C-Dur. Der Krönungsmesse ist der MDR Musiksommer 2019 nun also eröffnet. Diese Klänge von Chor und Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks verhalten in der Kirche St. Peter und Paul von Görlitz. MDR Kultur und MDR Klassik sind mit dabei. Wunderbare Werke von Wolfgang Amadeus Mozart haben wir gehört. Zu Beginn die Motette Exultate Jubilate, anschließend das Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur. Das ist im Filmklassiker wie The King's Speech oder Unvergessen jenseits von Afrika geschafft hat. Und abschließend die Messe in C-Dur, Köchelverzeichnis 317, die sogenannte Krönungsmesse. Neben Ilse Ehrens, Sopran, waren hier Solisten aus den Reihen des MDR Rundfunkchores beteiligt. Carina Schönberg-Götz-Alt, Wanchol Ahn Tenor und Steven Klose Bass. Es sang der MDR Rundfunkchor und es spielte das MDR Sinfonieorchester. Die musikalische Leitung hatte Risto Joost. Sie haben natürlich die Möglichkeit, dieses Konzert nachzuhören auf mdrkultur.de und ab 23.35 Uhr heute im MDR Fernsehen. Diesem Auftakt des MDR Musiksommers folgen nun weitere knapp 60 Veranstaltungen. Konzerte von Ahrensee bis Bad Elster, von Mühlhausen bis Bad Musichkau. Es gibt die bekannten Reihen, wie etwa Konzerte auf der Wartburg, aber auch neue. So ist dem Bauhaus 2019 eine eigene Reihe gewidmet. Es gibt die Dinnerkonzerts, eine delikate Verbindung aus Musik und Kulinarik. Und auch die nächste Generation, bei der junge Talente eine Auftrittsmöglichkeit erhalten. Prominente Gäste werden erwartet, wie die Pianistin Elena Baschkirova, der Geiger Nemanja Radulovic, der Trompeter Simon Höfele oder die Sängerinnen Simone Kermes und Hanna Blaschikova. Alle Informationen zum MDR Musiksommer finden Sie natürlich auch unter mdrmusiksommer.de und auf unserem Kulturportal mdrkultur.de. Unsere Live-Übertragung aus Görlitz geht jetzt zu Ende. Tonregisseur war Martin Hertel, Toningenieur Matthias Sachers, die Bildregie hatte Thilo Krause. Bevor wir ins Funkhaus nach Halle zurückgeben, möchte ich mich im Namen des gesamten Teams von Ihnen verabschieden. Noch einen stimmungsvollen Sommerabend wünscht Ihnen Grit Schulze.